Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und somit auch zur ersten Folge von meinem neuen Anton Let's Play. Ja, wie ihr schon seht, ich bin hier im Spiel. Anton ist ein Survival-basierendes Spiel mit nicht allzu guter Grafik, wie ihr seht. Und ich habe mir eine Map runtergeladen, wie ihr seht. Die ist eigentlich nicht so... Die ist viel mit Wasser bedeckt. Und ja... Ich bin auch vorhin bei dem Haus da vorne gespawnt und bin inmitten von einer Zombieherde gewesen. Jetzt musste ich sofort wegrennen. Und oben ist auch schon Flughafen und da werde ich einfach mal hinlaufen. So Leute, links unten seht ihr die Anzeige. Das oberste sind meine Leben, das eins darunter, deswegen dunkelgelb, ist dann mein Essen. Das in blau ist, wie viel Wasser ich noch zur Verfügung habe. Grün ist die nukleare Infektion, also einfach die Infektion. Das hellgelbe, das vorletzte, ist meine Sprintanzeige. Und das letzte ist dann meine Luft, wenn ich tauche. Und wie ihr seht, ich bin hier gerade am Flughafen angekommen. Und ich werde jetzt meine ersten Versuche wagen, eine Waffe oder sowas zu besorgen. Ja, hier sind schon mal zwei Zombies drin, ne? All diese Autos, die da stehen, sind schon kaputt. Die werde ich nicht mehr fahren können. Also das, was da vorne steht, das kann ich noch fahren, glaube ich. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich die Zombies angelockt. Ne, man kann es nicht mehr fahren. Versuch, dass ich den ersten Zombie wegkille. Den habe ich. Von dem Kotzenden will ich weglaufen. Der kotzt in mich und... Ja, wie man sich's denken kann... Werde ich jetzt sterben, oder? Wo bleibt er? Ich glaube, der Zombie ist weg. Ich bin hier jetzt auf dieser Insel. Und da drüben ist eine riesige Stadt. Eine eben eine riesige Insel, wie ihr hier seht. Und ich glaube, ich... Aber hier ist das meiste, wie ich sehe. Ich werde trotzdem nochmal versuchen, dass ich mir irgendwie was am Flughafen hole. So Leute, ich bin hier jetzt im Flughafen, habe hier eine Waffe geholt und jetzt verfolgen mich 3, 4 Zombies. Wenn ich den am Kopf schlage. Der hat gleich mal eine Waffe gedroppt. So, den muss ich noch wegkillen. Und dann hätte ich... Ja, der hat viel ausgehalten. Hier Police Cap. Was hat der denn Schönes gedroppt? Eine Farming Rifle. Wie sieht die denn aus? Ist eine schöne Waffe. Hawkhorn Magazin gehört rein. Ja, ist nicht schlecht, nicht schlecht. Habe ich jetzt schon mal eine Nah- und Fernkampfwaffe. Außerdem werde ich mir jetzt erstmal aus der Polizeikappe. Hier kann man craften. Jetzt machen wir einen Rack. Das ist so eine etwas schlechtere Bandage sozusagen. Macht man dann halt aus Kleidung und so Zeug. Was liegt da? Shish Kebab. Ein Shish Kebab. Okay. Ich will wissen, was das ist. Oh mein Gott. Ich habe einen Shish Kebab. Alter, ist aber auch mal die coolste Waffe, muss ich sagen. Ich mir die so ansehe, wie riesig die auch ist. Also wie ich gesagt, wie ich schon wahrscheinlich gesagt habe, ich habe mir die Map runtergeladen. Deswegen spawnen hier auch so komische Waffen, die es eigentlich auf, die es normal nicht gibt, auf den normalen, schon voreingestellten Maps. So Leute, ich laufe hier jetzt vom Flughafen gerade weg, da oben ist er. Wir haben eine Schusswaffe mit einer Munition. Ist nicht das Beste. Und ein Shish-Kebab. Ich weiß nicht, was ein Shish-Kebab ist, aber das kommt auf jeden Fall mal als Titel des Videos. Und wie ihr wahrscheinlich links oben neben der, über der Anzeige seht, habe ich mir einen Knochenbruch. Ich habe mir die Füße gebrochen. Krafte ich mir eine Splinte. Dann nehme ich die. Jetzt ist der Fuß nicht mal gebrochen. Außerdem, je weniger Leben man hat in Unturned, desto dunkler wird der Bildschirm auch. Also, wenn man ziemlich wenig Leben hat, dann ist der Bildschirm auch ziemlich grau.
Aber mit meinem Shish-Kebab werde ich erstmal viele Leute wegnetzen können. Viele Zombies sozusagen. Erstmal hätte ich Bock auf dem Auto. Was hat der gedoppt? Chinesen Assault Rifle. Ich dopp mal die wieder weg und schau mal, was das für eine ist. Ach, die ist laut. Ja gut. Das hat jetzt, glaube ich, hier die halbe Stadt angelockt, ja. Und da ist die Munition leer. Und ich verblute. Kann ich mich noch retten? Kann ich mich noch retten? Ja, ich konnte mich noch retten. Puh. Ich dachte nicht, dass ich mich jetzt noch retten könnte. Das war jetzt wirklich ein knappes Ding hier. Jetzt versuche ich, dass ich mir kurz noch so mal sowas crafte. Ich weiß, der Zombie kommt. So, 12 HP. Mit 12 HP zu kämpfen ist nicht die beste Angelegenheit. So, den habe ich auch. Okay. So, Leute, ich bin jetzt nochmal da, wo wir vorhin die Leute umgebracht haben. Oder die Zombies halt eben. Und hier liegt eine 9 mm. Die hat noch volle Munition. Das ist echt nicht schlecht. Hier ist gleich ein Polizeigebäude. Geht das Auto noch? Okay. Das Auto geht noch. Aber ein Problem. Es fehlen zwei Reifen. Okay, sie haben mich gesehen. Ein Schuss, weiterer Schuss. Und er ist tot. Was haben wir da? So. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht weitere Zombies auf mich zu. Was haben wir denn hier? Shotgun Drum. Sieht nicht schlecht aus, sieht nicht schlecht aus. So Leute, ich habe jetzt die Polizeistation fast durchgelootet. Oder jetzt schon durchgelootet. Habe ich unter anderem diesen Geheimraum hier gefunden, wo man nur mit so einem Schlüssel reinkommt. Und habe mich auch wieder ein bisschen hochgehalten, bin wieder bei 72%. Das dürfte wieder funktionieren. Da vorne sind so riesige drei, vier Türme. Und da werde ich jetzt einfach mal hingehen. So Leute, ein System gibt es ja auch noch in Unturned, nämlich das Skills-System. Immer wenn man einen Zombie killt, kriegt man Experience. Oder auch wenn man einen Baum fällt oder andere Aktivitäten macht. Jetzt kann ich hier leveln. Ich level hier am besten als erster Cardio und Exercise. Das sind nämlich die Sachen, die ich leveln muss, damit ich jetzt schnell laufen kann und auch schneller Stamina regeneriere. Stamina ist das Hellgelbe, wie ich vorhin gesagt habe, oder das stechend gelbe. Außerdem bin ich jetzt auch bei den Türmen angekommen, was auch immer das ist. Ich kann das gerade nicht identifizieren. Ich habe ja auch noch eine Munitionbox gefunden. Mit der kann ich mir dann die Munition, die hier leer ist, nochmal verkraften. Dann habe ich wieder volle Munition. Ja, und das ist nicht so uncool. Aber in die Türme kann ich anscheinend ja nicht reingehen. Dann werde ich mal ein bisschen das Haus looten. So, Leute. Ich bin jetzt hier und hier stehen zwei Zombies. Ich werde den einen Zombie sofort erschießen. Und er wohl ist nicht tot. Das ist schlecht für mich. Jetzt gehen alle Zombies dorthin. Das heißt, ich habe Zeit, dass ich ganz kurz hier reingehe. Mir das hier hole. Metal Sheet, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ich will ja auch nicht weiter hier reingehen. Die Zombies kommen nach einiger Zeit wieder zurück auf ihre Plätze, der Schuss, wo der Schuss gefallen ist, nicht mehr so interessant ist. Ja, was könnte ich jetzt machen? Ich könnte mal hier hinschwimmen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich glaube, ich mach das jetzt einfach mal. Wir sehen uns dann hier an diesem kleinen Hafen. Und ich schwimme und ich schwimme mit dem Shish-Kebab. So Leute, ich schwimme hier gerade zu dem Hafen, den ich euch vorhin gezeigt habe, zu dem hier.
Und links unten seht ihr wieder über den Werten, da ist so ein Schild und da ist gerade gestanden Entering Safe Zone. Das heißt eigentlich, dass hier jetzt NPCs sein dürften. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass hier dann Zombies sein dürfen, weil das die Safe Zone ist. Hier ist auf jeden Fall zweimal riesige Fuel-Kanister. Oder solche Benzinlager, das ist nicht schlecht. Und ja, hier sind NPCs. Okay. Ja, das sind NPCs, mit denen kann man reden. Hier kann man auch verschiedene Sachen machen. Was man hier nicht mehr kann, ist einfach schießen. Ich kann hier jetzt nicht mehr schießen, das sind jetzt alles NPCs. Ich weiß auch nicht, ob die ganze Insel von NPCs voll ist, was ich eher weniger glaube. Die haben ja auch viele Sachen, viele, viele Sachen. Ich kann vielleicht ein Auto gebrauchen oder so, aber das werden die mir nicht geben. Aber das bei solchen NPCs meistens langweilig ist, werde ich zu dieser Stadt Halitor gehen und mir dort vielleicht ein Auto schnorren oder klauen. Oder wie heißt das in der Zombie-Apokalypse? Keine Ahnung. So Leute, ich habe ja vorhin gefragt, ob die Safe Zone auf der ganzen Insel hier ist. Nein, das ist sie nicht. Vorhin ist gestanden Exciting Safe Zone, das heißt, hier sind wieder Zombies. Und hier ist auch schon der erste. Jetzt bin ich am Arsch. Ich habe nur noch drei Munition und da kommt schon wieder einer. Tja, fast, ne? Da wollte er mich noch mal kriegen. Jetzt werde ich hier einfach mal ein bisschen looten. So Leute, ich habe jetzt noch mal eine andere Waffe gefunden. Nämlich wieder die Assault Rifle in chinesischen Style. Und ja, ich habe ja noch eine Munitionbox und hier sind noch sowieso noch fünf drin. Und der geht und hat alle Reifen. Das heißt, ich werde mir jetzt da irgendwo einen Benzintank herknüpfen müssen, um den voll zu machen und dann einfach hier wegzufahren. Aber das Problem ist, wir sind hier auf einer Insel. Hier. Und hier gibt es ja keine Brücke zu einer anderen Insel. Also wir werden erstmal auf dieser Insel bleiben müssen mit diesem Fahrzeug. Falls wir auf eine andere Insel gehen, werden wir das Fahrzeug hier stehen lassen müssen. Oh, eine 10 mm. So, Leute, ich habe einen fatalen Fehler begangen. Ich habe mit der scheiß Pistole geschossen. Jetzt kommen so viele Zombies auf mich zu. Aber ich glaube, ich komme damit klar. Pathetic Fool. Und ich habe jetzt schon zwei Cobra-Magazine hier am Boden gefunden. Schon wieder sowas. So eine Waffe. Also Waffen, wie ihr seht, findet man hier nicht wenig auf dieser Map. Wundere ich mich jetzt eigentlich. Waffen sind sonst in Anton eigentlich eine ziemlich gute Ware. Und diese Waffe hat noch 35. Ah, das ist echt gut. Also volle Munition für diese Waffe. Was haben wir hier? Service Rifle und Dynamit. Da kommt noch einer. So, die schmeiße ich ganz kurz weg und schau, ob die irgendwas irgendwie besser ist. Ja, die hat auch. Okay. Ja, die gefällt mir fast besser. Obwohl, Sniper Rifle. Wenn die voll Munition ist, dann nehme ich die Sniper. Nee, hat ist sie nicht. Okay, dann nehme ich einfach jetzt mal die Waffe hier. Sekundärwaffe habe ich dann immer noch die Cobra mit Munition. Und ich hoffe, ich werde jetzt auch noch mehr Munition. So Leute, was ich auch noch nicht gesagt habe, mein Essen und mein Trinken ist ziemlich weit nach unten gegangen. Jetzt einfach mal eine Tomate essen, weil die gibt Essen und Trinken. Hier haben wir Munitionsbox, Cobra-Magazin, noch eine Munitionbox. Das sieht echt nicht schlecht aus für mich. Ich weiß nicht, ob die Service-Reife vielleicht sogar wegwerfen soll. Hört sich vielleicht blöd an, aber wäre vielleicht sogar klüger, wenn ich hätte dann eine Nahkampfwaffe, eine Fernkampfwaffe. Ich brauche die Service Rifle jetzt eigentlich ziemlich wenig. Trotzdem will ich jetzt einfach mal irgendwie die mitnehmen. Okay, das kann ich sowieso nicht mehr gebrauchen. Dann kann ich die mitnehmen. Sobald die Service Rifle keine Munition mehr hat, werde ich die wegwerfen. So, endlich in der Weste ist ja wieder endlich mehr Platz. Nochmal eine Cobra. Gauge Shells. Gauge Shells sind Munition übrigens.
Könnte man sich auch eine Base reinbauen. Außerdem, was ich vorher noch, was ich nicht gesagt habe, ich habe vorhin einen Generator gefunden. Damit kann ich, wenn ich Benzin oder halt Diesel reinleere, kann ich dann Strom erzeugen für die herumliegenden Sachen. So Leute, ich habe jetzt wieder ein paar Zombies weggenasst und hier ist eine antimaterielle Sniper Rifle. Die will ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Ach, das ist die. Ich glaube, das ist die, die wir vorher auch schon mal in der Hand hatten. Das ist einfach eine Pfanne. Nochmal Dynamit. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ich habe mir für dieses Video viel Mühe gegeben. Und lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, wenn ich in der zweiten Folge Dynamit wegwerfen soll. Und nein, die Folge ist noch nicht ganz aus. Noch nicht ganz. Ich wollte mir hier nämlich noch eine Sache ansehen. Nämlich, Leute, wollte ich mir dieses Militärcamp hier ansehen. Ist ziemlich klein, wie es aussieht. Ich schleiche mich wieder am Zombie mal vorbei. Da scheint nämlich Lichter, ne? Habe ich vorhin nämlich schon mal kurz gesehen. Okay, das ist schlecht für mich. Ich dachte, da wäre irgendwie Licht oder so und irgendwie noch ein Generator, der noch funktionieren würde. Ich dachte, wegen dem Licht, das wäre so ein Generator, der noch funktionieren würde, aber... So. Wäre ich hier fast nochmal verreckt wegen dieser Scheiße hier. Jetzt laufe ich hier einfach mal nochmal hin. Hier ist ein... das ist ganz gut. Ach, jetzt habe ich hier einen Rucksack, das ist ganz gut. Und was ich mir auch nochmal craften muss, ist ein Bett. Ein Bett, wenn ich das dann hinsetze, kann ich auch respawnen dann, wenn ich sterbe. Und immer wenn ich zu einer Stadt gehe, kann ich ja vor die Stadt so ein Bett hinsetzen. Dann bin ich schon mal abgesichert, dass ich meinen Loot dann nicht ganz verliere. Und hier ist eine Granate. Eine 9mm SMG. Eine Weste. Munition. Die neuen SMG nehme ich auch noch mit. Und was liegt hier sonst noch? Ja, eigentlich nicht mehr viel. Kann man ins Auto reingehen? Ja, kann man. Und ich muss mir dann bis zur nächsten Folge überlegen, ob ich mir hier dann vielleicht sogar meine Base baue. Weil so wie das aussieht, habe ich hier einen Anschluss an ein Dach, wo ich nach draußen sehen kann. Und hier ist echt nicht so schlecht. Also. Und mit diesen ganzen Close mache ich jetzt noch das letzte. Okay, das war jetzt das Schlechteste, was ich machen konnte. Ich habe mir Blindfold gemacht, damit kann ich mir meine Augen verbinden. Das ist, habe ich ganz toll gemacht. Und hier irgendwo kann ich mir jetzt... Nee, kann ich nicht, weil ich zu wenig Close habe, aber könnte ich mir dann später mal eine Dings craften. Ein Bett craften oder so einen Schlafsack halt. Und ja, Leute, mit diesem guten Loot und diesem guten Anfang beende ich diese erste Folge. Lasst unbedingt mal einen Daumen nach oben da. Dieses Video hat mir lang gebraucht zum Produzieren. Und lasst auch einen Daumen nach oben da, dass ich mal dieses Dynamit hier verwende. Und sonst, Leute, würde ich mal einfach mal sagen, ciao mit V.